Er will weg. Einfach nur weg. Jörg Kachelmann nach seinem ersten Prozesstag. Sie alle werden wiederkommen, wenn sich Jörg Kachelmann hier in Mannheim gegen den Vorwurf wehrt, ein Vergewaltiger zu sein. Wir kennen sie nicht, die Wahrheit. Wir wissen aber, schon vor der Hauptverhandlung wurde Gericht gehalten. Durch ein beispielloses Medientribunal, das Fragen provoziert. Fragen, die uns alle betreffen. Das war eine spektakuläre Schlammschlacht in den letzten 4 Monaten, die wir da beobachtet haben. Das wird der Rechtsstaat, das wird die Öffentlichkeit nicht so schnell wegstecken können. Diese ganze Vorgeschichte ist eigentlich dazu angetan, dass Frauen sich künftig 100-mal überlegen werden, ob sie etwas zur Anzeige bringen oder ob sie nicht doch lieber still sind. Wir erleben in diesen Fällen es immer wieder, dass durch die Medienberichterstattung eine Art soziale Exekution stattfindet. Wie konnte es so weit kommen? Der Prozess des Jahres, titelt Bild. Jörg Kachelmann vor Gericht. Sein Gesicht kennen viele. Ihr Gesicht kennen nur wenige. Die langjährige Geliebte des Wettermoderators. Eine Frau beschuldigt einen Mann, er habe sie vergewaltigt. Ein schwieriger, aber normaler Prozess. Eigentlich. Es geht um Gewalt, es geht um Mann und Frau. Es gibt keine Zeugen, es steht Aussage gegen Aussage. Es geht um Existenzen. Der Fall Kachelmann ist ein Fall, wie er jeden Tag vor deutschen Gerichten verhandelt wird. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt einen Prominenten erwischt hat. Was zwei Menschen miteinander im Schlafzimmer machen, das geht, meine ich, niemand etwas an. Wenn da eine Straftat dabei passiert, dann soll ein Gericht darüber entscheiden. Doch auf diese Entscheidung vor Gericht möchten viele Medien nicht warten. Sie liefern pausenlos angeblich neue Enthüllungen und bieten ihren Lesern einen ganz besonderen Service. Eine Abstimmung im Internet. Jede Stimme zählt. Glauben Sie an die Unschuld von Jörg Kachelmann? Halten Sie Kachelmann für unschuldig? Bei bunte.de etwa lautet das aktuelle Urteil, 43% trauen ihm die Tat nicht zu, 57% erklären ihn zum Vergewaltiger. Sollte sich mal jeder selbst fragen, ob er das witzig fände, wenn er beschuldigt wird von irgendjemand und dann es danach geht, ob die Öffentlichkeit jetzt diesen Knopf drückt oder jenen Knopf drückt. Also ich meine, wo leben wir denn eigentlich? Offenbar in Zeiten, in denen Journalisten Tabus brechen. Beim Axel Springer Verlag will man es ganz genau wissen, beauftragt sogar ein Meinungsforschungsinstitut. Mit uns will niemand vor der Kamera darüber reden, warum man eine solche Befragung veröffentlicht. 38% aller Bundesbürger halten Kachelmann für unschuldig. 37% urteilen schuldig. Auch der Stern will ganz genau wissen, wie die Deutschen richten. Hier lautet das Urteil, 45% aller Deutschen plädieren für unschuldig. Hier zumindest redet man mit uns. Dass man so eine Umfrage in Auftrag gibt, ist einfach Handwerk, was man zusätzlich als Beigabe in dieses große Stück mit hineingemischt hat. Und das ist einfach eine Reflexion der Stimmung des Publikums draußen. Also daran ist auch nichts Verwerfliches. Das ist ja völlig irrelevant. Da kann man genau. Wissen Sie, was ich bekommen habe? Eine E-Mail von einer Astrologin, die demnächst im Fernsehen eine Kachelmann-Astrologie machen will. Wird er verurteilt, ja oder nein? Die wollte sich mit mir austauschen. Das ist das Niveau, auf dem wir uns da befinden. Das ist das Niveau der Umfragen. Dann kann ich auch die Krake, Orakelkrake, wieder installieren und fragen, wird Kachelmann verurteilt, ja oder nein? Ja oder nein? Schuldig oder nicht? Das soll hier in Mannheim entschieden werden, durch unabhängige Richter. Nicht durch Umfragen oder Schlagzeilen. Gutes journalistisches Handwerk hätte das respektiert. Stattdessen Grenzüberschreitungen und verletzte Persönlichkeitsrechte. Auch bei ihr, über die man so wenig weiß. Das ist eine ganz beschissene Situation, in der die Frau ist. Und ich hätte es ihr nicht gewünscht. Ich wünsche das niemandem. Auch wir sind erschrocken über die Hetze im Internet. Jeder kann mitmachen.
Alle können es lesen. Als gestörte Persönlichkeit, als Borderlinerin wird sie beschimpft. Und als dubioses Luder, das Herr Kachelmann doch bitte bluten lassen möge. Im Internet wird die Frau, ihre Vergangenheit, ihr Umfeld gescannt. Blogger fragen, weiß jemand, wo diese verleumderische Freundin wohnt? Und die Netzgemeinde liefert die Antwort, nennt ihre Adresse. Es folgen prompt die Fotos. Wir haben sie verfremdet. In Foren präsentiert man alles. Ihr Geburtsdatum, was sie studiert hat. Und immer wieder die Autogrammkarte der Radiomoderatorin. Sie steht inzwischen unter Polizeischutz. Mir tut diese Frau unendlich leid. Ich weiß nicht, ob sie wirklich ein Opfer ist oder nicht. Aber allein dieser Terror, der jetzt, mit dem sie jetzt da zu tun hat, dass alles von ihr öffentlich gemacht wurde, dass ihr Intimleben, ich meine, sie ist ja keine Beschuldigte. In manchen Blogs sieht man das ganz anders. Die angebliche Vergewaltigung, alles erfunden, ist man überzeugt. Ausgedacht aus Rachegefühlen. Es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie einzudämmen, dass alle möglichen x-beliebige Leute sie beschimpfen oder unflätig über sie herfallen. Und es steht alles zu lesen, es ist alles da, ihr Name ist da. Wie will diese Frau eigentlich noch irgendwo leben? Genau darüber und über vieles andere hätten wir gerne mit dem Anwalt der Frau gesprochen. Doch wir müssen akzeptieren, dass er uns vor der Hauptverhandlung nichts sagen will. Öffentlich trat Thomas Franz zuletzt Ende Mai in der Sendung Kerner bei Sat.1 auf. Ich kann Ihnen versichern, meine Mandantin kennt ab dem Tattag keine Freude mehr. Mhm. Sie lebt in Angst, sie ist in erheblichem Umfang durch diese Tat, wie das andere Opfer, das eine solche Tat durchleben muss, traumatisiert. Traumatisiert, öffentlich entblößt, der Ruf zerstört. Die Gier der Öffentlichkeit offenbar übergroß. Ist es das, was Frauen erwartet, wenn sie ein Sexualdelikt anzeigen? Auch bei Anne Will wird darüber diskutiert. Der frühere Generalstaatsanwalt von Berlin irritiert mit einer Aussage, die für Schlagzeilen sorgt. Meiner Tochter würde ich im Zweifel, ich habe einen Sohn, meiner Tochter würde ich im Zweifel raten, nicht zur Polizei zu gehen. Mein Gott, wie traurig. Ich weiß, es ist traurig, auch ohne Promi, Malus oder Bonus. Ja. Für die Frau ist das eine Tortur. Ein Jurist rät Betroffenen davon ab, sich nach einer Straftat juristisch zu wehren. Eine fatale Botschaft. Empörung deshalb bei denen, die sich auch auskennen mit Strafprozessen und mit Töchtern. Ich habe eine Tochter, und zwar eine im Teenageralter. Und wenn die einem Sexualdelikt zum Opfer fallen sollte, werde ich sofort mit ihr zur Polizei gehen und zur Staatsanwaltschaft. Und ich werde dort erfahren, dass man mit ihr sehr gut umgehen wird und dass niemand ihr irgendwelche Peinlichkeiten antun wird. Wir wollen wissen, wie zumutbar ist ein solcher Strafprozess tatsächlich. Wir machen uns auf den Weg in eine Beratungsstelle für betroffene Frauen, den Notruf in Mainz. Hierher wenden sich Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Hier suchen sie Beratung und Begleitung, wenn nötig bis in den Gerichtssaal. Wenn betroffene Frauen gut vorbereitet eine Anzeige machen, wissen, was auf sie zukommt, dann können Frauen auch wirklich gut durch so einen Prozess kommen. Und dann kann eine Anzeige und ein Prozess auch hilfreich sein. Dann können Frauen daran auch wachsen, weil sie eben ihre Rolle als Opfer, als passives Opfer verlassen und aktiv werden. In Deutschland erlebt jede siebte Frau ab 16 sexuelle Gewalt. Von Nötigung bis Vergewaltigung. Wir erfahren, nur 5% von ihnen zeigen die Tat an. Wenn die Anzeige erstattet ist, kann sie nicht mehr zurückgezogen werden. Die Justiz ist dann verpflichtet zu ermitteln. Die Beraterinnen erzählen uns, sie würden einer Frau nicht in jedem Fall zur Anzeige raten. Im Grunde sind die Frauen, die vergewaltigt wurden, wie alle Menschen, die ein traumatisches Erlebnis hatten, damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Also, dass es abgeschlossen ist, dass es keinen Täterkontakt mehr gibt, dass sie in Sicherheit sind.
und dass sie es in aller Ruhe sozusagen ausheilen können. In einer Ermittlung passiert aber genau das Gegenteil. Da wird praktisch alles wieder rausgeholt, was eigentlich abgeschlossen werden müsste. Und da ist eben das Dilemma bei einer Anzeige oder einer Gerichtsverhandlung, wenn es um Vergewaltigung geht. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 7000 Vergewaltigungen angezeigt. Doch nur 14%, ein Bruchteil also, führten schließlich zur Verurteilung des Täters. Im europäischen Vergleich ist das unterdurchschnittlich wenig. Häufig fehlt es an Beweisen, steht Aussage gegen Aussage. Wir fragen uns, warum sollten sich Frauen bei solch einer Aussicht einen Gerichtsprozess überhaupt antun? Wenn wir jetzt einer großen Gruppe von Menschen, nämlich vergewaltigten Frauen, und es gibt ganz viele, das wissen wir aus Untersuchungen, den Weg nicht erleichtern, den Rechtsweg zu gehen, dann lassen wir eben zu, dass in unserer Gesellschaft Unrecht passiert, ohne dass das wieder einer Gerechtigkeit zugeführt wird. Um Gerechtigkeit soll es auch hier gehen, vor Gericht. Und um Aufklärung. Ist er ein Vergewaltiger oder nicht? Doch Kachelmann weiß, das Urteil draußen ist längst gefällt. Dieser Mann wird an den Pranger gestellt, ehe man weiß, ob er überhaupt irgendetwas getan hat. Es gibt zu viele Berichte, zu viele Schlagzeilen. Jörg Kachelmann wird nie mehr der sein, der er vorher war. Mit Wind und Wetter wird der Schweizer berühmt. Sein Studium abgebrochen, revolutioniert er in den 90ern den Wetterbericht. Dann rate ich Ihnen nur eins, machen Sie doch einfach. Wenn Sie vom Gewitter überrascht werden auf weiter Flur, dann hinhocken, nicht setzen und vor allem Füße zusammen, damit kein Strom fließt, wenn der Blitz in der Nähe reinhaut. Aus dem Schweizer Ort Geis versorgt Kachelmann nicht nur die ARD mit seinen immer launigen Wetterberichten. Seine Firma Meteo Media, ein kleines Imperium mit Millionenumsatz. Und nun ist dieser nette Herr Kachelmann angeklagt wegen Vergewaltigung. Bild heuchelt, als wäre die Schuldfrage bereits geklärt. Kann man sich in einem Menschen so täuschen? Woche für Woche enthüllt der Boulevard neue, intime Details aus seinem Privatleben. Auch diese Geschichte. Die Bunte macht mit dem Bild einer jungen Frau auf, engelsgleich inszeniert. Auf den ersten Blick meinen nicht wenige, dass es sich um das mutmaßliche Opfer handelt. Doch es ist offenbar eine andere langjährige Geliebte von Kachelmann, Isabella. In der Zeitschrift erzählt sie, wie Kachelmann sie belogen und betrogen habe. Später lesen wir von weiteren Liebschaften, die Kachelmann parallel gepflegt haben soll. Bunte verrät, alle Freundinnen nannte er Lausemädchen. Gute Nachtgrüße habe er so an alle als Rundmail oder SMS verschicken können. Im Magazin der Süddeutschen Zeitung sinnieren die Frauen seines Lebens anonym über seinen Charakter. Sie sagen, er hätte auch ein Sektenführer sein können. Also es ist ja nicht so, dass das alles willenlose Opfer sind, die da von einem Zauberer irgendwie in ihren Bann gezogen worden sind. Das sind ja alles Frauen, die haben ja das ja mitgemacht. Die haben das ja über Jahre mitgemacht. Und jetzt auf einmal bilden sie hier den Chor der Rächerinnen. Das ist ja wohl ein Witz. Immer neue Frauen drängt es in die Medien, outen sich als angebliche Opfer von Jörg Kachelmann. Meist in der Bunten, dann in Bild. All diese Details über sein Liebesleben sind nur gut für die Auflage. Für den Prozess unerheblich. Für sein Image aber ein Desaster. Er wird immer der sein, der eine unübersehbare Liste an Frauengeschichten hat, der irgendwie ein unzuverlässiger Genosse ist, der jedem irgendwie oder der diesen Frauen immer ein X für ein U vorgemacht hat, der offensichtlich ein hochproblematischer Mensch ist, mit vielen persönlichen Schwierigkeiten, der also keineswegs der lustige Wetterfrosch ist, als der er da immer aufgetreten ist, sondern ein Mann mit durchaus einer Nachtseite auch. Der Mann mit der Nachtseite. Hier im Mannheimer Landgericht soll die Schuldfrage geklärt werden. Dem Gericht liegen zahllose Akten vor.